Hey Kollege! Hallo! So, das ist hier aber nicht so ein guter Parkplatz. Ich stehe vielleicht auch nicht ganz freiwillig, ha? Huh? Kannst du das mal da hinten hinstellen? Der hört aber spät dran. War was? Nö. Ja, bis auf die Schwalbenaktion, ne? Wie, das olle Ding gibt's noch? Ja. Das ist wieder in Betrieb. Ah ja, und bei wem? Nummer zwei. Jo. Jetzt hör auf zu pfeifen, du. Oswald. Ich krieg ein Bier. Was ist? Ja, ein Bier. Aber das gibt's hier ja noch, oder? Jetzt? Ich kann ja nächstes Mal wohl eine Postkarte schicken. Aus dem Bernd? Was weiß ich. Gab's Ärger? Sag mal, da ist doch irgendwas los bei euch in den letzten Tagen, oder? Bin ich hier in den Quizshow gelandet oder was? Ich hab ein Bier bestellt und gut ist. Man wird ja wohl noch mal fragen dürfen. Das geht mir langsam hier auf den Keks, die ganze Fragerei, du. Klaro. Wo bist du noch abgeblieben vorhin? Hm? Wo du abgeblieben bist? Hat noch was zu erledigen. Aha. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Bulli aus? Gibt's da schon eine Tendenz? Jo, der läuft wieder. Ach, Scheiße! Jacqueline, ich würde dich da mal nicht hinter den Tresen lassen. Die übernimmt dir nachher den ganzen Laden. Komm, gib Ruhe, Ossi. Du, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sag's doch einfach. Kein Problem mit dir. Mach dich mal nicht so wichtig. Ich würde einfach gerne mal wissen, was ich dir getan habe, dass du dich die ganze Zeit so aufführst. Du spielst dich hier ganz schön auf, Bibi, weißt du was? Ist gut jetzt langsam. Ja, nix ist gut. Ich lass mir doch von denen da nix einreden. Jetzt reicht's aber, ich hab keinen Bock mehr auf dein blödes Gelaber. Du merkst ja schon seit Tagen. Was merke ich nicht? Ja, dass du dich aufführst wie ein Affe. Wer stellt sich denn die ganze Zeit an wie eine Jungfrau? Was bitte? Du hast mich schon verstanden, du. Wir zwei. Wir gehen jetzt hier mal hübsch vor die Tür. Das kannst du haben.